Jo, da bin ich wieder. Ja, bevor ich jetzt endlich in meinem alten Trott weitermachen kann und meine Liste an geplanten Titeln weiterdrehen kann, habe ich jetzt noch zwei Zuschauerwünsche vor mir. Nämlich für Lennart, der mich nochmal gefoltert hat mit Wünschen, was ich sehr gut finde, ne? Da drehe ich jetzt noch ein Video über männliche und weibliche Energien innerhalb der Spiritualität und was es damit auf sich hat. Und er wollte noch ein Video über Quantenphysik für Dummies. Für Dummies hat er es genannt. Mal sehen, was ich da zurechtzaubern kann. Weil ich habe zwar einzelne Quantenphysik-Themen, aber Quantenphysik an sich zu erklären, das habe ich noch nie gemacht. Also das ist ein bisschen neu. Mal sehen. Ich werde wahrscheinlich so einen Mix aus einem Thema machen und eine allumfassende Erklärung. Und bevor ich jetzt anfange, über die Energien zu reden, noch kurz was in eigener Sache. Ich habe hier unten einen Infokasten, in dem ich euch empfehle, immer mal reinzuschauen. Da ist fast täglich, jedoch auf jeden Fall wöchentlich, neue Infos für euch, die euch wirklich helfen können. Meistens auch zu Themen des Videos, nicht immer, aber manchmal auch sehr allgemeine Themen. Und da sind Links durchaus dabei, Bücher, die euer ganzes Leben verändern können und euch aus schwierigen Situationen helfen können. Oder viele buddhistische Weisheiten, die euch im Alltag das Leben leichter machen. Schaut da immer mal rein. Selbstverständlich habe ich mit den Büchern einen Affiliate-Link drunter gesetzt. Wenn ihr draufklicken würdet und darüber das Buch bestellen, würde ich prozentual ein paar Cent dafür kriegen, auch wenn ihr dafür nichts mehr zahlen müsstet. Aber ich helfe gerne Menschen, das ist mir noch wichtiger als Geld zu verdienen. Und deswegen habe ich heute jetzt zum Beispiel für euch, setze ich drunter den Link zu einem Hörbuch für das Buch Gespräche mit Gott. Für Leute, die zu faul sind zu lesen oder nicht mal Geld für ein Buch haben, können sich das Buch jetzt kostenlos anhören. Das ist auf YouTube verlinkt. Aber wie immer nehme ich keine Verhaftung, ja. Wie immer nehme ich keine Haftung für verlinkte Seiten oder Videos oder sonst irgendetwas. Also, ab heute im Infokasten unten das Buch Gespräche mit Gott, nicht nur zum Bestellen als Affiliate-Link, sondern auch kostenlos als Hörbuch auf YouTube zu hören. Solange derjenige, der es hochgeladen hat, auch immer noch das Video hochgeladen hat, ne? Es kann ja sein, dass es irgendwann löscht. Aber im Moment kann man sich das Hörbuch Gespräche mit Gott hier an YouTube kostenlos anhören. Und ja, dann fange ich jetzt mal an. Für die, die mich zum ersten Mal sehen, es hat nichts mit Religion zu tun, das Buch, ne? Hat mehr was mit Universumserforschung zu tun. So, grob umrandet. Weil der Titel des Buches ist so schön und nichtssagend. Oder fehlleitend. Ja, männliche und weibliche Energien, na, das ist ein Ding, sage ich euch. Das ist etwas, das sind so Begriffe, wovon ich nichts anfangen kann. Das heißt, in der spirituellen Welt wurde es so belegt, dass in jedem Menschen eine weibliche Energie schlummert und eine männliche. Und häufig, wenn auch nicht immer, im Mann die männliche Energie stärker ist und in einer Frau die weibliche Energie stärker ist. Was hat es damit auf sich? Wenn man von der männlichen Energie spricht, dann spricht man davon, dass im Körper dieser Person der Verstand überdominiert ist und die Emotionen ein wenig verblendeter sind als umgedreht. Und wenn man von der weiblichen Energie spricht, da ist der Verstand etwas im Hintergrund und da geht es dann darum, dass die Emotionen stärker zur Geltung kommen und die allgemeine Wahrnehmung mit der Umwelt, was sich dann auch innerhalb von Emotionen ausdrückt. Ich habe das jetzt wunderbar formuliert. Es geht dabei auch um Wahrnehmungen generell. Nicht nur um Emotionen und auch Verstand, sondern auch um Wahrnehmung. Ja, und viel mehr weiß ich zu dem Thema auch schon gar nicht. Es wird immer nur angerissen.
Was mich dabei fuchst, ist diese Fixmachung. In Wahrheit hat jeder Mensch einen omnipräsenten Verstand, aber auch Emotionen, sowie auch unzählig andere Wahrnehmungen. Und die in Raster und Muster zu packen, halte ich für nicht gesund. Denn so wie man das macht, kann man wieder eine Energieform als schlechter hinstellen als die andere. Und da sie sowieso in jedem Menschen in unterschiedlichen Mengen vorhanden sind, mal die mehr, das gilt für beide Geschlechter. Da ist mal die weibliche Energie mehr oder mal die männliche und manche sind schön ausgeglichen. Aber im Grunde genommen macht das keinen Sinn, da einen Unterschied zu machen, weil ich würde weiterhin lieber von Verstand und Emotionen sprechen. Ich weiß nicht, aber es gibt einige spirituelle Lehrer, die krallen sich daran fest an diesen Energien. Das tut auch Eckhart Tolle, aber zum Glück nicht überpräsent, sondern nur mal angerissen in einem Kapitel. Von daher, ich halte es für völlig sinnfrei, diese Belegung zu machen. Genauso könnte man das eine Energie 1 nennen und Energie 2. Ich finde es ganz, ganz schlecht, es auf Geschlechter festzumachen, diese beiden Energieformen oder Wahrnehmungsformen, wie auch immer man es ausdrücken möchte. Ich finde das ganz, ganz fatal. Weil dann hat der Verstand wieder etwas, woran er sich krallen kann und ein Selbstbild schaffen. Und dann sagen, ah, ich habe mehr von dieser Energie, ich bin stolz drauf. Oder ah, ich habe mehr von dieser Energie, ich bin stolz drauf. Dann kann man sich wieder schön ein falsches Selbst basteln. Siehe dazu auch mein Video, das Ego Teil 3, auch verlinkt im Infokasten. Und deswegen halte ich Abstand von solchen Fixmachungen und halte davon gar nichts. Gehen im Alltag sagen, Menschen, die zu verkopft sind, brauchen mehr weibliche Energie und Menschen, die zu emotional sind, überhaupt nicht überlegen, die brauchen mehr männliche Energie. Aber das ist Schluss in meinen Augen. Vielleicht sehe ich das ja eines Tages anders, aber ich würde diese beiden Energie- oder Wahrnehmungsformen nicht an Geschlechtern festmachen. Sondern wenn man es unbedingt unterteilen möchte in zwei Teile, dann Energie 1 und 2 nennen. Oder, das ist ja das, der Verstand kann nur an Mustern und Rastern denken und will immer alles fix machen. Das heißt, man kann es sich besser vorstellen, wenn man zwei Dinge auseinanderhackt. Aber, das halte ich für naja, gut. Um es erstmal zu verstehen, sind die Raster gut. Aber langfristig sollte man wissen oder erkennen, dass in Wahrheit alles miteinander verwoben und vermischt ist. Verstand von Emotionen trennen, das ist gut, um es sich vorstellen zu können, aber es ist in Realität nicht getrennt. Das ist alles ein Wechselspiel von Energien und Stromschüben, die durch den Körper pulsieren und fließen und rattern und weiß der Geier, bla bla blub. Auf Quantenebene sind wir nur eine rumschwebende Energiefluktuation. Punkt. Und da lässt sich dann gar nichts mehr trennen. Das spielt alles miteinander ein und wechselwirkt miteinander und ja. Ich sag mal meinen Senf dazu gegeben. Tut mir leid, dass ich nicht mehr darüber sagen kann. Aber wer sich mit euch schon länger, noch viel länger als ich mit spirituellen Lehren beschäftigt, die tut das ja gerade mal seit über einem Jahr oder so. Und wer auch noch seinen Senf zu männlichen und weiblichen Energien geben möchte und welche Merkmale sich noch in diese beiden Dinger hineinspielen, kann das ja gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Aber ich habe dazu gar nichts zu sagen, weil diese Trennung mache ich nicht. Und alles, was Verstand und Emotionen angeht, das ziehe ich nicht auf die Schlechter. Da sowieso jeder beide Energiearten in sich hat. Egal zu welchen Anteilen. Das ist total unterschiedlich. Bei jedem Menschen. Eckhart Tolle sagte dann noch so schön, dass es öfters bei Männern vorkommt, dass sie mit ihrem Verstand identifiziert sind. Und dass es bei Frauen öfters vorkommt, dass sie mit ihrem Schmerzkörper identifiziert sind. Und ich muss sagen, Menschen, die sich nicht mit spirituellen Lehren befassen und nicht mit Psychologie befassen, bei denen ist diese Tendenz wirklich zu beobachten. Das ist wirklich so. Das heißt, wenn es Menschen schlecht geht und sie sich auch noch auf ihr emotionales Leid ein Selbstbild erschaffen, dann ist es wirklich so, dass Frauen stärker an Emotionen festhalten und
und in emotionalen Leid baden und einfach nur so drin baden, ohne es größer zu erklären. Und Männer noch eine viel intensivere Geschichte drumherum stricken mit dem Verstand. Für die Leute, die jetzt noch nicht wissen, was der Schmerzkörper ist, das macht nichts, weil das erkläre ich noch in einem eigenen Video. Das, was ich jetzt gesagt habe, ist aber auch nicht allgemeingültig, ne? Das ist meistens für unreflektierte Menschen, wo der Verstand und die Emotionen auf Autopilot laufen. Da kann man diese Tendenz zwischen emotionalen Festhalten und gedanklichen Festhalten wirklich unterscheiden. Aber Ausnahmen bestätigen rigoros die Regel. Und auch das kann man nicht 100% bei jeder Person an Geschlechtern festmachen. Es ist ja am Ende so. Man kann die Menschheit und das Walten in ihnen entweder in zwei Arten unterteilen, wenn man das möchte, oder in 7 Milliarden Arten. Ja, grob. Es gibt einmal die Menschen, wenn man jetzt von zwei Arten spricht, die wirklich reflektieren und die wissen wollen, wie die Dinge sind. Ganz gleich, ob sie sich dadurch schwächer fühlen oder wert verletzt und die wirklich erfahren wollen, wie das Universum funktioniert. Und es gibt die Art halt Menschen, die an ihrem falschen Selbst festhalten. Und ja, diese beiden Arten gibt es dann ja, kann man so ausdrücken, an Menschen. Zu welcher Kategorie ich gehöre und ihr, das könnt ihr euch vorstellen. Und also jeder, der sich einen spirituellen Kanal anguckt, kratzt zumindest schon daran, sich nicht von seinem falschen Selbst, also sein Gedankenkonstrukt, wer er glaubt zu sein, daran festhalten zu müssen und verteidigen zu müssen, der kratzt zumindest daran, das nicht mehr festzuhalten. Und dadurch kann er zu sehr großer Weisheit kommen, quasi für das eigene seelische, körperliche, emotionale Wohl und das Wohl der gesamten Menschheit zu sorgen. Aber wer an etwas festhält und das fix macht und verteidigen muss, dann ja, ist meistens Zerstörung das Symptom davon. Und ja, das waren diese beiden Dinge. Und wenn man die Menschen in 7 Milliarden Cluster aufteilen möchte, dann könnte man nämlich sagen, also im Moment gibt es 7, und Milliarden, wer weiß, was sind ein paar Milliarden, ein paar Jährchen, wie viele Menschen hier so rumlaufen werden auf dem Planeten, spielt auch schon mal keine Rolle. Wenn ich jetzt sage 7 Milliarden, damit meine ich, jeder existierende Mensch an sich ist eigentlich für sich schon eine eigene Art, eine eigene Spezies. Die Natur experimentiert immer und wandelt immer alles um, experimentiert, macht neue Formen und deswegen ist jeder Mensch komplett anders. Im Vergleich zu anderen Menschen fast schon ein Außerirdischer. Ich bin etwas komplett anderes als du. Meine Wahrnehmungen sind komplett anders als du. Natürlich nicht komplett. Wir haben noch ähnliche Muster, ne? Aber da jedes Mal die Natur, wenn sie ein neues Leben erschafft, schon wieder eine neue Mutation erschafft hat, eine neue Form, ist jeder Mensch dem anderen nicht absolut auf Zellebene und schon gar nicht auf Quantenebene identisch. Auch wenn es Doppelgänger gibt auf diesem Planeten und Doubles, weiß der Geier, im Kern, auch wenn Menschen heutzutage Klone schaffen und Tiere klonen, selbst die Klone sind nicht das hundertprozentige Abbild davon. Selbst das gibt es doch viele erkennbare, schon im Außen erkennbare Unterschiede. Hab mich auch mal mit Tierklonen befasst. Also jedes Individuum ist komplett anders. Jedes. Deswegen macht diese Raster von männlicher und weiblicher Energie keinen Sinn. Und überhaupt eine Eigenschaft fix zu machen und sich daran festhalten zu wollen. Das bedeutet, deswegen macht es keinen Sinn, Menschen abzuwerten, weil sie anders aussehen. Wenn wir das als hässlich oder schlecht empfinden, es macht keinen Sinn, Menschen in Religionen zu unterteilen oder in Rassen zu unterteilen. Es macht keinen Sinn, Menschen in geschlechtliche Orientierung zu unterteilen und sagen, das eine ist gut, das andere schlecht, bla bla bla. Das ist alles nur, wenn man Sachen fix machen möchte.
man sich an das, was man glaubt zu sein, als richtig bewertet und dieses richtig dann verteidigen will. Dann grenzt man die anderen aus und sagt, ich bin das, du bist das andere. Dann will man das andere vernichten, weil man sich selber als das einzig Richtige sieht und das dann sich gut anfühlt, wenn man am falschen Selbst festhält. Und deswegen halte ich diese Unterteilung in männliche Energie nichts und weibliche Energie nichts, weil dann hat man genau diesen Punkt wieder, wo man sich gerade festkrallen kann und sagen, aha, männliche Energie ist gut oder weiblich ist gut und ich habe davon mehr und das ist gut oder ich habe davon mehr und das ist gut. Oder generell an Geschlechtern. Ich bin das Geschlecht und das ist gut und ich bin das Geschlecht und ich, das ist gut. Also sehr, sehr, sehr viele Menschen identifizieren sich mit ihrem Geschlecht und sind stolz darauf, auf ihr Geschlecht. Das ist Katastrophe. Da kann man das andere nur abwerten. Ja, das war jetzt schon fast ein halbes Video auf Feindbilderschaffung. Auch ein Video auf Feindbilderschaffung drehe ich noch extra. Da werde ich nochmal Teile von hier wiederholen. Aber ja, sollen sie in manchen spirituellen Welten weiter an ihren Konzepten von männlicher und weiblicher Energie festhalten und da sich eine Geschichte drum rumstricken. Ich habe ja auch eine spirituelle Lehrerin, die mich jetzt schon seit einem Jahr begleitet und die macht sowas gar nicht. Also im Vergleich zu vielen anderen spirituellen Lehrern, die alles in irgendwelche eigenen Konzepte unterteilen. Selbst Eckhart Tolle tut das noch, aber sie tut das gar nicht. Jedes Mal, wenn ich an zum Beispiel emotionalen Leid festhalte, dann dreht sie das so, dass sie mich raus aus meinen Konzepten bringt. Sie zieht mir immer wieder das Fundament unter meinen Gedankengebäude weg und stürzt jedes Mal zusammen. Und am Ende kann ich nicht mehr gegen argumentieren. Das kann sie wirklich perfekt. Sie kann wirklich Menschen komplett aus den Mustern und Konzepten, was man glaubt zu sein und was man ist, was Leid verursacht oder woran man gedanklich anhaftet, das kann sie wirklich komplett terminieren. So, sie ist immer sprachlos. Sie geht wirklich den Weg der totalen Konzeptauflösung und sie wird immer daran arbeiten, den Menschen von ihren Konzepten zu befreien und nicht noch wieder neue Konzepte aufzubauen, wie es die anderen spirituellen Lehrer, die ich bisher gelesen habe, gemacht haben, wie Eckhart Tolle, T.S. Warren, weiß der gar, wie sie nicht alle heißen. Nee, Donald Walsh. Was gibt es noch für spirituelle Lehrer? Osho. Die macht wirklich, sie hört wirklich auf mit diesen Konzepten. Ja, und das wollte ich heute eigentlich nur sagen. Diese Unterscheidung, Energien sind zwar grob am Anfang nicht verkehrt, um Dinge zu begreifen, wenn man sich noch gar nicht damit beschäftigt hat, aber Konzepte, nach einer Weile hat man dann wieder was, wo man sich festkrallen kann und wo man dann nicht weiterkommt, wo es einem dann hilft, Konzepte eher aufzulösen, weil wenn man zu sehr, also Konzepte können helfen, Muster können dabei helfen, emotionale Probleme aufzulösen, sie können auch neue schaffen. Man muss da wirklich den Weg für sich finden. Jetzt kommen wir wieder zur Individualität, da muss auch jeder seinen Weg für sich finden. Und damit es mir besser geht, damit ich mich aus allen emotionalen Leid befreie, mache ich wirklich Gebrauch von beiden. Mal nehme ich Konzepte zur Hilfe und mal gehe ich völlig konzeptfrei vor. Meine Videos hier sind ja zum Beispiel völlig konzeptfrei, das war um diesen Sprung zu machen. Deswegen kann es passieren, dass ich ein Videothema anfange und eine Dreiviertellänge des Videos über was ganz anderes labere, als das, was ursprünglich geplant war. Und wenn das passiert, dann ist das auch gut so, weil lernen tut man auf jeden Fall dort dennoch was. Weil ich habe einen unglaublichen Wissenspool, aus dem ich schöpfe und den ich den Menschen übertragen möchte. Einen unglaublichen Wissenspool und dieser Wissenspool ist ja so groß und allumfassend. Ich könnte allein 1000 Videos nur über den Buddhismus an sich machen, noch nicht mal über spirituelle Lehren und nicht nur über Quantenphysik kiloweise. Ich könnte nur allein 1000 Videos über den Buddhismus machen. Jo. Und obwohl ich jetzt langsam erstmal. Da war kein Kontakt. Dann stockt das Video mal. Obwohl ich jetzt langsam erstmal froh bin, die Zuschauerwünsche abgearbeitet zu haben, freue ich mich trotzdem immer wieder über neue Gedankenanregungen, neue Wünsche. Die nehme ich dann auch immer wieder mit rein. Wenn jetzt jede Menge neue kommen, dann werde ich das wahrscheinlich so machen. Dann werde ich ein Video drehen, was mir gefällt, worauf ich Bock habe. Und nächsten Tag wieder ein Zuschauerfragevideo. Und dann mache ich wieder ein Video, was mir gefällt. Und dann wieder ein Zuschauerfragevideo. Also ich komme noch zu meins. Also ihr überlastet mich nicht. Ihr überlastet.
Da ich jetzt allerdings nahezu täglich Video drehe, ich bekomme übrigens nächste Woche Besuch, dann kann es sein, dass ich nicht täglich ein Video drehe, ne? Also nicht schockiert sein, ich bin nicht komplett verschwunden. Da ich jetzt aber jetzt im Moment täglich Videos drehe und täglich hochlade und ihr täglich kommentiert, ne, und auch Monstertexte schreibt, so wie ich, was gut ist, da kann es mal passieren, dass ich 1 bis 2 Tage brauche, um die Kommentare zu beantworten. Ne? Also auch da nicht nervös werden. Im Idealfall beantworte ich die Kommentare sofort. Im schlechtesten Falle nach 2 Tagen. Ja, und das war's. Alles, was ich heute zum Thema zu sagen hatte. Mehr habe ich dazu überhaupt nicht zu sagen, weil. Nö. Ich sehe mich als ganzheitliches Wesen und beobachte meine Gedanken, meine Emotionen und meine Wahrnehmung im Allgemeinen und mache da nicht so in Cluster unterteilen. Aber in zukünftigen Videos werde ich manche Themen natürlich noch in Clustern, Mustern, Rastern, Konzepten erklären, ne, zum besseren Verständnis. Aber generell im Kern ist immer alles miteinander verwoben. Immer eins, eine Masse, die irgendwie funktioniert, weiß kein Aas wie, ne, weil die Quantenwelt ist sehr komplex und nicht für jeden verständlich und da kann die Wissenschaft noch lange dran doktern, um das in Gänze zu begreifen. So. Bup, 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 bup. Okay, ich habe alles gesagt. Sollte mir noch was einfallen, ein Wort vergessen haben, einen Satz, eine Anmerkung, dann schreibe ich es meistens in den Infokasten oder in die Kommentare. Schaut immer da in den Text, das kann helfen. Das kann helfen. Ich sage jetzt auch mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.